Konstanz ist dieses Jahr wieder um eine Attraktion reicher geworden. Im November 2014 fand im Neuwerk einer ehemaligen Fabrikstätte zum ersten Mal ein Koffermarkt statt. Unter dem Motto Seekoffer trafen sich dort Design- und kunsthandwerklich Tätige aus dem gesamten süddeutschen Raum und der angrenzenden Schweiz. Hier bot sich ihnen die Gelegenheit, ihre originellen und handgearbeiteten Unikate zum Kauf anzubieten. Dabei war die Verkaufsfläche auf die Größe eines Koffers beschränkt. Ich finde die Idee cool, das aus einem Koffer raus zu verkaufen. Das hat irgendwie was. Einfach so, vielleicht auch was Altes mit was Neuem zu verbinden oder sowas, finde ich echt eine coole Idee, ja. Einige Anbieter vergrößerten den Verkaufsraum ihres Koffers durch An- und Umbauten. Außerdem konnten verkaufte Waren durch den mitgebrachten und unter dem Tisch gebunkerten Lagerbestand ersetzt werden. Es kommen schon immer wieder Leute, die wollen dann fragen, dann gibt es das auch in einer anderen Farbe. Ich habe hier hinten noch Kisten, wo ich dann nochmal was rausholen kann oder ich verweise halt auf meinen Internetshop. Bereits bei der Auswahl der Anbieter achtete das Organisationsteam auf ein möglichst breites Spektrum, was sich in der Vielfalt der angebotenen Produkte widerspiegelte. Also ich finde, es hat eine sehr gute Auswahl an Koffern. Ich bin vorher mal rumgelaufen und ich finde es wirklich individuell, doppelt sich nicht und wirklich schöne Sachen. Also das finde ich richtig toll und vor allen Dingen finde ich, kann man auch immer sehen, dass die Leute Lust haben, noch selber Sachen zu machen, sie dann auch zu verkaufen. Und das ist natürlich schöner als Dinge zu kaufen, die jetzt irgendwie industriell hergestellt wurden. Am Ende des Tages dürften denn auch alle zufrieden gewesen sein, sodass einer Wiederholung im kommenden Jahr wohl nichts entgegensteht. Wie heißt das? Das, was ich für den Stand zahlen muss, habe ich schon drin. Ich bin schon im Plus jetzt, freue ich mich. Also ich würde sagen, ich gehe mit dem Doppelplus raus heute Abend hier. Okay. Ja.